Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich dir die schönsten Sehenswürdigkeiten von Bamberg. Ich führe dich durch die mittelalterlichen Gassen der Weltkulturerbestadt und natürlich gibt es auch ein leckeres Rauchbier zu trinken. Da ich um die Ecke von Bamberg wohne, kenne ich mich bestens aus und kann dir viele Tipps geben. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen vom Video und wenn dir mein Video gefällt, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Da mein Video über die schönsten Sehenswürdigkeiten in Bamberg sonst zu lang werden würde, gebe ich im Video nur kurze Informationen zu den einzelnen Attraktionen. Wenn du mehr darüber wissen willst, lies gern meinen Blogbeitrag, den ich in der Beschreibung verlinke. Ich habe meinen Rundgang durch die Sehenswürdigkeiten von Bamberg so geplant, wie man am besten läuft. Aus diesem Grund starten wir an der Kettenbrücke, die auf dem Weg vom Bahnhof in die Altstadt liegt. Sie liegt als einzige Brücke am rechten Regnitzarm noch innerhalb der Grenzen des UNESCO-Weltkulturerbes der Bamberger Altstadt. Besonders bei verliebten Paaren ist sie sehr beliebt, die hier ihre Liebesschlösser anbringen, um ihre ewige Liebe zu besiegeln. Inzwischen ist die Kettenbrücke eine Fußgängerbrücke und hier startet auch die Fußgängerzone, in der sich unzählige Geschäfte befinden. Der Maximilianplatz wird von den Einheimischen ausschließlich Maxplatz genannt. Hier ist ein toller Fotospot, bei dem man sich mit den bunt verzierten Buchstaben Bamberg fotografieren kann. Auf diesem Platz findet auch der alljährige Weihnachtsmarkt statt. Auf dem Weg zum Gabelmann liegt auch eine wunderschöne Kirche. Es ist die Kirche St. Martin. Auf jeden Fall lohnt es sich, einen Blick hineinzuwerfen und dieses prunkvolle Gebäude zu bestaunen. Es handelt sich um eine dem heiligen Martin geweihte katholische Pfarrkirche und früher befand sie sich auf dem Maxplatz. Sie wurde zwischen 1686 und 1693 erbaut und besitzt eine Barockfassade, die von Georg Dienstenhofer entworfen wurde. Nachdem du die Fußgängerzone der Inselstadt durchquert hast, gelangst du an den bekannten Gabelmann. Er ist ein beliebter Treffpunkt in der Fußgängerzone Bambergs und wird vom Neptunsbrunnen, auch Gabelmannbrunnen, geziert. Der Gabelmannbrunnen ist ein barocker Brunnen mit der Darstellung des römischen Meeresgottes Neptun. Der Bamberger Volksmund nennt die Neptunfigur wegen ihres Dreizacks Gabelmann. Eine Sache, die du in Bamberg probieren solltest, ist das Bamberger Hörnle. Als nächstes kommen wir wohl zum schönsten Gebäude in Bamberg, das alte Rathaus. Du kannst die tollen Gemälde am besten von der unteren und oberen Brücke bestaunen. Den besten Blick auf das Gebäude hast du jedoch vom Geierswörfsteg. Das alte Rathaus befindet sich auf einer künstlich errichteten Insel und wurde erstmals im 14. Jahrhundert erwähnt. Des Weiteren hat es eine kuriose Geschichte zur Entstehung auf Lager. Die Legende besagt, dass der damalige Bischof keinen Platz für den Bau eines Rathauses gewähren wollte. Die Bürger jedoch rebellierten, schufen mit in die Regnitz gerammten Pfählen eine künstliche Insel und errichteten darauf dieses prachtvolle Gebäude im gotischen Stil. Im 18. Jahrhundert wurde es dann in einen barocken Stil umgewandelt und entstanden ist letztendlich wohl eines der originellsten Rathäuser, das Deutschland zu bieten hat. Bei einem Teil des Gebäudes sieht man wunderschönes Fachwerk und der andere Teil ist mit schmuckvollen Gemälden verziert. Heute beherbergt es die Porzellansammlung Ludwig und es gibt einen repräsentativen Rokokosaal. Neben dem alten Rathaus führt die untere Brücke über die Regnitz. Von hier aus hast du einen schönen Blick auf das Flussufer und die Fachwerkhäuser der Fischersiedlung Klein-Venedig. Die Bamberger Altstadt ist ein 142 Hektar großes urbanes Idyll, welches seit 1993 zum UNESCO-Welterbe zählt. Sie ist ein wahres Labyrinth aus verwinkelten Gassen und engen Durchgängen. Diese malerischen Gässchen sind von historischen Gebäuden mit kleinen Geschäften, gemütlichen Cafés und traditionellen Brauereien gesäumt. Den besten Blick auf Klein-Venedig hast du vom gegenüberliegenden Regnitzufer, von der Straße am Leintritt. Diese windschiefen Fachwerkhäuser haben eine erzählenswerte Geschichte. Sie geht auf die Zeit zurück, in der einst auf Pfahlbauten ihre mittelalterlichen Fischerhäuschen errichtet wurden und unter denen die Fischer dann ihre Boote einstellten. Die Namensgebung Klein-Venedig geht auf ein historisches Handbuch für Reisende auf den Mond zurück, das im Jahr 1842 veröffentlicht wurde. Die Klosteranlage Michaelsberg liegt auf einem der sieben Hügel der Stadt, dem gleichnamigen Michaelsberg, und ist eine ehemalige Benediktinerabtei aus dem Jahr 1015. Es handelt sich hierbei um ein imposantes Gebäude mit Details im Barockstil.
Highlights sind unter anderem die barocke Kirchenfassade, die einzigartige Freitreppe, das Grabmal des heiligen Otto sowie der Himmelsgarten, das umfangreiche Deckengemälde und die tolle Aussicht auf Bamberg. Zum Sonnenuntergang ist die Aussicht vom Kloster Michaelsberg übrigens besonders schön anzusehen. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten, welche noch einige Jahre in Anspruch nehmen werden, kann die Kirche derzeit nicht besucht werden und die schöne Fassade ist von einem Gerüst verdeckt. Infos über das Kloster erhältst du im Informationszentrum Michelsberg. Wenn du weitere Hintergrundinformationen zu den Sehenswürdigkeiten in Bamberg möchtest, kann ich dir eine Stadtführung empfehlen. In der Beschreibung verlinke ich dir unter Touren und Aktivitäten für Bamberg die möglichen Touren. Wenn du über diesen Link buchst, bekomme ich eine kleine Provision und kann dadurch die Ausgaben für meinen Reiseblog finanzieren. In Bamberg werden auch viele ganz besondere Führungen angeboten. Egal, ob es eine Hollywood-Tour durch die Drehorte von Filmen in Bamberg ist, eine Führung zum Thema Hexenverfolgung, eine Führung durch das Gärtnerviertel oder auch eine Mittelalter-Tour oder Brauereiführung. Wenn du etwas Besonderes für deine Reise nach Bamberg suchst, wirst du hier auf jeden Fall fündig. Sehenswert bei der Klosteranlage Michaelsberg ist übrigens auch die Gartenanlage des Klosters. Hier empfehle ich, den Erdtalweg hinunter zur unteren Sandstraße zu gehen und auch einen Abstecher zum Brunnen am Benediktinerweg zu machen. Der Weg führt durch einen naturbelassenen Garten und durch einige schmucke alte Gebäude. Es ist übrigens verboten, das Obst von den Bäumen zu naschen. Mein Rundgang durch die Sehenswürdigkeiten von Bamberg führt mich nun von der unteren Sandstraße zurück zur oberen Sandstraße, zum berühmten Schlenkerler. Auf dem Weg befindet sich ein sehr interessantes Fachwerkhaus, das mit einer einzigartigen Bemalung etwas zur Geschichte Bambergs erzählt. Unter anderem ist hier eine Abbildung vom berühmten Fischerstechen. Es diente bereits seit dem 15. Jahrhundert der Belustigung des Fürstbischofs und der Bevölkerung. Noch heute kann man bei der Bamberger Sandgerber das Fischerstechen live erleben. Bei der Gaststätte Schlenkerler kannst du dann Bambergs berühmtes 8 Schlenkerler Rauchbier probieren. So wie es in Würzburg üblich ist, auf der alten Mainbrücke ein Gläschen Wein zu genießen, treffen sich in Bamberg die Menschen in der oberen Sandstraße auf ein Gassenbier. Die Stadt Bamberg hat 12 Brauereien, die über 60 verschiedene Biere produzieren. Im Bamberger Umland findet man über 60 Brauereien und im Regierungsbezirk Oberfranken sind es sogar 174, die knapp 2500 verschiedene Biere produzieren, obwohl die Einwohnerzahl nur bei knapp 1,1 Millionen Einwohnern liegt. Tatsächlich hält Oberfranken den Weltrekord für die höchste Brauereidichte weltweit. Während viele Bierliebhaber aus aller Welt nach München pilgern, weil dort das Hofbräuhaus steht, weiß der Kenner, der Nabel der Bierwelt liegt in Oberfranken bzw. in Bamberg. Ein besonders schöner Biergarten mit toller Aussicht ist übrigens der Spezi-Keller, der Keller der Brauerei Spezial, die ebenfalls ein leckeres Rauchbier im Angebot hat. Dieser liegt auf dem Stephansberg und man hat eine herrliche Aussicht über Bamberg, die man bei einem leckeren Bierchen genießen kann. Nach dem Gassenbier bietet es sich an, auf dem Domberg den Bamberger Dom zu besichtigen. Eindrucksvoll erhebt sich der romantische Dom mit seinen 4 Kirchtürmen über der Stadt und ist eines der Wahrzeichen Bambergs. Er gehört zu den Vermächtnissen von Kaiser Heinrich II. Und wurde 1012 nach nur 10 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Er brannte jedoch zweimal ab, was keine Seltenheit im Mittelalter war. Aber der dritte Versuch, der Spätromantik und Frühgotik miteinander vereinte, blieb letztendlich bestehen und kann noch heute besichtigt werden. Sowohl von innen als auch von außen ist er ein mittelalterliches Meisterstück. Bestaunen kannst du hier das Hochgrab des Kaiserehepaars Kunigunde und Heinrich II., den Marienaltar und das Standbild des Bamberger Reiters. Um wen es sich bei dem Reiterbild handelt, ist leider bisher nicht wirklich geklärt. Auf jeden Fall gehört der Kaiserdom zu den Top-Sehenswürdigkeiten von Bamberg. Direkt neben dem Bamberger Dom befindet sich die alte Hofhaltung. Du durchschreitest die schöne Pforte und gelangst in einen kopfsteingepflasterten Innenhof mit einem spätgotischen Fachwerkgebäude. Früher diente das Gebäude als Kanzlei, Bibliothek und Gaststätte.
Des Weiteren enthält die alte Hofhaltung noch Mauerreste vom Palas und der Thomaskapelle der Bischofspfalz aus dem 11. Jahrhundert. Heute ist in der alten Hofhaltung das Historische Museum der Stadt Bamberg untergebracht. In der Katharinenkapelle finden Konzerte und andere Events statt und sie dient außerdem als Standesamt. Direkt gegenüber ist die neue Residenz. Hier hatte Napoleon am 6. Oktober 1806 die Kriegserklärung an Preußen unterzeichnet. In dem schmucken Sandsteingebäude sind sowohl die Staatsbibliothek als auch die Staatsgalerie mit ihren altdeutschen Gemälden untergebracht. Besonders sehenswert sind die prunkvollen Räume mit antiken Möbeln und der Kaisersaal. Der barocke Rosengarten ist ebenfalls sehenswert und lädt zu einer kleinen Pause ein. Er befindet sich im Innenhof der neuen Residenz und in den Sommermonaten erwarten dich hier 4500 Rosen in über 70 Beeten. Hier kannst du zwischen den duftenden, blühenden Rosen im Schatten verweilen, den Springbrunnen betrachten oder ein Käffchen im historischen Rokoko-Garten-Babylon genießen. Des Weiteren hast du vom Rosengarten eine wunderbare Aussicht über Bamberg und zur ehemaligen Benediktinerabtei Michaelsberg. Die Kirche St. Jakob ist eine der im Kern ältesten Kirchen von Bamberg und liegt nur wenige Meter oberhalb des Dombergs. Trotz ihrer barocken Fassade ist sie die einzig vollständig romanische Kirche in Bamberg. Sie wurde im 11. und 12. Jahrhundert erbaut und wurde von zahlreichen Jakobspilgern auf dem Weg nach Santiago de Compostela besucht. Wenn du den fränkischen Jakobsweg von Kronach nach Nürnberg gehst, kommst du hier vorbei. Den möchte ich auch noch gehen. Wenn du überlegst, einmal den Jakobsweg zu gehen, schau dir gerne mein Video Fragen von Jakobsweganfängern an. Es werden auch noch weitere Videos zur Planung vom Jakobsweg folgen. Auf dem Weg zur Altenburg kam ich an einem tollen Aussichtspunkt vorbei, bei dem man eine bombastische Aussicht auf die Stadt hat. Erstmals wurde die Altenburg im Jahr 1109 erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie als Flieh- und Trutzburg genutzt. Im 14. und 15. Jahrhundert diente sie dann als Wohnsitz der Bamberger Bischöfe. Leider wurde sie jedoch 1533 im Zweiten Markgrafenkrieg fast vollständig zerstört. Erhalten blieben lediglich der Bergfried und Teile der Ringmauer. Im Zeitalter der Romantik wurde die Altenburg wieder aufgebaut. Ihr Turm, der auf etwa 400 Meter Seehöhe liegt, bietet eine tolle Aussicht auf die Stadt und über das fränkische Umland. Interessant ist der eiserne Korb, der am oberen Teil des Turms hängt. Mit dessen Hilfe hat man früher Feuersignale in Richtung der 20 Kilometer entfernten Giechburg übermittelt. In der Altenburg in Bamberg war es üblich, dass ein Bär gehalten wurde. Als erstes gab es den Braunbär Hassan, der von 1902 bis 1916 auf dem Bamberger Wahrzeichen lebte. Von 1952 bis Ende 1982 lebte dann der letzte und berühmte Bär Poldi auf der Burg. Er musste aufgrund von Altersbeschwerden eingeschläfert werden. Er wurde in einem Zwinger mit einem kleinen Freigehege gehalten und war der letzte übrige bliebene Bär auf der Altenburg. Namensgeber war der damalige Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, Luitpold Wegmann. Aus dem Vornamen Luitpold entstand der liebevolle Name Poldi. Als meine Eltern, die beide im benachbarten Landkreis Haßberge aufgewachsen sind, Kinder waren, war es üblich, ins nahegelegene Bamberg zu fahren, um Poldi zu besuchen. Es war damals ein beliebtes Familienausflugsziel. Der Zwinger ist immer noch vorhanden, beherbergt mittlerweile aber nur noch einen Bärenaufsteller. Der Kopf Poldis ist im Bamberger Naturkundemuseum zu besichtigen. Aus Tierschutzgründen wäre so eine Haltung heutzutage zum Glück nicht mehr möglich. Der Zwinger ist viel zu klein für so einen großen Bären. Aber damals war das leider noch ein bisschen anders. Leider hat die Altenburg derzeit keine festen Öffnungszeiten und auch keinen Biergartenbetrieb. Wenn du den Weg zur Altenburg nicht zu Fuß hinaufgehen möchtest, kannst du auch einen der Elektrobusse nehmen, der am Domplatz startet. Der Weg hinauf zur Altenburg ist nämlich ganz schön anstrengend. Mein Rundgang durch die Sehenswürdigkeiten von Bamberg führt nun wieder zurück in die Altstadt und dann weiter ins Mühlenviertel. Nachdem du die obere Mühlbrücke überquert hast, läufst du entlang der Straße Mühlwörf in Richtung Hainpark durch das idyllische Mühlenviertel. Dich erwarten hier malerische Aussichten über den linken Regnitzarm und ihre alten Gebäude. Des Weiteren kommst du an der Schleuse 100 vom Ludwig-Donau-Main-Kanal vorbei. Bamberg zeigt sich hier wieder einmal von seiner schönsten Seite.
Noch heute wird die Schleuse durch einen Schleusenwärter von Hand bedient. Sie ist die letzte im Betrieb befindliche Schleuse des Ludwig-Donau-Main-Kanals. In ihr werden vor allem Sportboote vom Kanal in die Regnitz und umgekehrt befördert. Während der Theresienstein in Hof als einer der schönsten Bürgerparks in Deutschland bezeichnet wird, zählt der Bürgerpark Hain als einer der ältesten Parks in Deutschland. In meinen Augen ist er noch schöner als der Stadtpark in Hof. Bereits im Jahr 1803 wurde der stadtnahe Theresienhain im Stil eines englischen Landschaftsparks angelegt. In den 1820er Jahren folgte der südliche Luisenhain. Der Theresienhain ist von malerischen Pfaden, alten Baumbestand und einigen Brücken, die über den Hollergraben führen, geprägt. Des Weiteren gibt es hier die Hainbadestelle, die an heißen Tagen für Abkühlung sorgt, einen Spielplatz, einen Fußball- und auch einen Basketballplatz. Mir persönlich gefällt es im Luisenhain noch besser, besonders der Bereich am See. Ein schmaler Fußweg führt am See entlang und in den Frühlings- und Sommermonaten blüht es einfach traumhaft schön. Es gibt zahlreiche idyllische Sitzgelegenheiten, die einen Blick über den See bieten und du kannst die Enten beobachten. Ich liebe es, dort spazieren zu gehen und bin öfters einmal dort unterwegs. Es ist einfach Idylle pur. Es ist mein persönlicher Lieblingsplatz in Bamberg. Ebenfalls sehenswert ist auch der Botanische Garten, der sich direkt neben dem See im Hainpark befindet. Er ist sehr liebevoll angelegt und auch hier kannst du dem Trubel der Stadt entfliehen. Wenn du es bei deiner Stadtbesichtigungstour durch die Sehenswürdigkeiten von Bamberg auch gerne etwas ruhiger hast, bist du an diesem wunderschönen Fleckchen Erde genau richtig. Besonders schön ist es übrigens im Frühjahr zur Magnolienblüte. Riesige Magnolienbäume bieten eine sagenhafte Blütenpracht, die einfach nur begeistert. Vom Botanischen Garten ist es dann auch nicht mehr weit zum Park and Ride Parkplatz Heinrichsdamm. Wenn du mit dem Auto anreist, empfehle ich dir, die Park-and-Ride-Angebote zu nutzen. Einen kostenfreien Parkplatz im Zentrum von Bamberg zu bekommen, ist sehr schwierig, da fast alle Parkmöglichkeiten nur für Anwohner mit Parkausweis sind. Man muss sich schon sehr gut auskennen, um die wenigen Parkmöglichkeiten zu kennen, an denen man oftmals nur mit zeitlicher Begrenzung kostenlos stehen kann. Und die Parkhäuser sind, wie überall, natürlich recht teuer. Derzeit muss man mit 18 Euro pro Tag rechnen. Das war mein Video über die schönsten Sehenswürdigkeiten in Bamberg. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und einen Kommentar hinterlässt. Des Weiteren freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank und bis bald. Ciao!